Hallo? Hallo, ich bin Florian Prokop und wir sprechen heute darüber, wer oder besser was bestimmt, was wir im Internet zu sehen bekommen. Algorithmen. Algorithmen sind überall im Netz. Sie bestimmen beispielsweise, welche Freunde und welche Produkte uns vorgeschlagen werden. Bald sollen sie auch in der Lage sein, Hasskommentare automatisch zu erkennen. Und sie bestimmen ganz allgemein, was wir sehen. Auf YouTube zum Beispiel. Und das ist nicht immer ohne Probleme. 2017 musste YouTube seinen Algorithmus anpassen, weil Verschwörungstheorien über einen Amoklauf in Las Vegas ganz oben in den Suchergebnissen aufgetaucht sind. Algorithmen sind auf YouTube auch an der Moderation der Inhalte beteiligt. Und wie das Ganze funktioniert, ist allerdings nicht klar. Ebenfalls 2017 verschwanden tausende Videos, die den Krieg in Syrien dokumentierten. Nach internationalem Protest wurden die Videos von YouTube wiederhergestellt. Dieser Vorfall zeigt, wie abhängig wir von YouTube sind. Auch, weil wir unsere Inhalte damit an ein Unternehmen geben, dessen Moderations- und Löschstrategie nicht transparent ist. Die Videos aus Syrien werden erhalten bleiben, selbst wenn YouTube sie erneut löscht. Es gibt nämlich eine Plattform, die mehrere hunderttausend Videos gesichert und abseits von YouTube hochgeladen hat. So, mein Name ist Urs Yilmaz. Ich war früher mal Teil von YTity und jetzt bin ich ganz seriös ein Agenturbetreiber. Das Ding ist ja, es ist einfach eine so krasse Menge an Content auf YouTube und der Algorithmus muss versuchen, das irgendwie zu ordnen. Dadurch, dass halt einfach so viel Inhalte entstehen, kann das nicht jemand per Hand gucken und dadurch müssen die anhand verschiedenster Daten entscheiden, was ist ein gutes Video und was ist ein schlechtes Video. Es ist schon sehr dehnbar, in dem die Begriffe. Gut heißt gut für YouTube, dass neue User auf die Plattform kommen und auch möglichst lang bleiben. Da gibt es halt eben auch Videos, die vielleicht an sich nicht gut sind, irgendwie Verschwörungstheorien, die irgendwie auch in den Trends immer wieder hochkommen. Wenn das jetzt subjektiv für uns jetzt eigentlich kein gutes Video ist, aber es ist für die Plattform leider schon ein gutes Video. Wenn dieses Video es schafft, dass dann eben deswegen die Nutzer sich mal nochmal ein Video angucken, also möglichst viele dann auch noch weiter auf der Plattform bleiben, sagt einfach YouTube und der Algorithmus, okay, dieses Video scheint gut zu sein, weil es eben so viele neue Nutzer und so und es schafft auch noch die Leute auf der Plattform zu halten und an ein anderes Video nochmal weiterzuleiten und so landet dieses Video eben bei anderen Videos dann auch eben weiter oben in der Suche, weiter oben irgendwie in den Trends, weiter oben in vorgeschlagene Videos. Algorithmen bestimmen also, was wir auf YouTube sehen und wann wir es sehen und was unsere Freunde sehen oder was Menschen sehen, die eine andere politische Einstellung haben als wir. Sie sind undurchsichtig wie so eine Blackbox. Und sie müssen ständig angepasst werden, weil einige von ihnen selbstlernend sind. Und weil bei ihrer Entwicklung Dinge nicht berücksichtigt wurden oder vorhergesehen werden konnten. Es ist ein ständiger Reparaturwettlauf. Und solange Unternehmen wie YouTube oder Facebook Interaktionen belohnen, um die Nutzer auf der Plattform zu halten und mehr Werbeeinnahmen zu erzielen, werden viele Probleme immer wieder auftreten und Videos von Verschwörungstheorien erfolgreich sein. Etwas mehr Transparenz wäre deshalb schon geil, damit wir einschätzen können, wie unsere Newsfeeds und Produktvorschläge zustande kommen.